Ich gehe morgen mit meinen Freunden auf das Becherhaus, die höchste Schutzhütte in Südtirol auf ca. 3200 Meter. Und dabei wollte ich euch mitnehmen. Bin gerade dabei, alles vorzubereiten für morgen und jetzt zeige ich euch mal, was ich alles mitnehme. Also, das möchte ich alles mitnehmen. Ich hoffe, es hat alles Platz im Rucksack. Einen Schlafsack, ein Pyjama, dann natürlich die Brieftasche, Sonnenbrillen, Sonnencreme. Dann werde ich ein Wasser und ein Vitaminwasser mitnehmen. Wollsocken, normale Socken, eine Unterhose, meine Brillen, falls die Kontaktlinsen blöd tun oder so. Handylader, Taschentücher, Labello. Dann nehme ich mit eine kurze Hose, die ziehe ich morgens an. Eine lange Leggings und noch eine Wanderhose. Falls ich zu kalt habe, dann ziehe ich zwei Hosen an. Dann ein kurzes T-Shirt, ein langärmliches T-Shirt und einen Pullover, eine Jacke, eine Mütze, natürlich die Wanderschuhe und Pantoffeln. Und dann nehme ich natürlich noch Zahnbürste und Zahnpasta, ein Deo mit. Das werde ich erst in der Früh einpacken. Und Proviant ist natürlich auch nicht zu vergessen. In der Früh mache ich mir zwei Brote, dann nehme ich noch einen Apfel und zwei Proteinriegel mit. Jetzt habe ich alles so gut es geht verstaut. Hier hat jetzt aber nichts mehr Platz. Vielleicht nehme ich doch eine dünnere Jacke mit. Aber der Rucksack ist schon ziemlich schwer, wenn man 7 Stunden geht. Also wenn ich ihn jetzt so oben habe, dann geht es eh wegen Gewicht. Also ich denke, das klappt schon. Ich werde jetzt doch diese Jacke mitnehmen, denn die ist viel leichter. Brauche weniger Platz und ja, sie ist zwar nicht sehr warm, aber ich habe ja ein Pullover und ein langärmliches T-Shirt. Morgen muss ich um 4:30 aufstehen, deswegen heißt es jetzt ins Bett. Ja, Videofonie. Videofonie rein. Hallo.